Heute wird's ganz interessant. Herzlich willkommen auf Smarana. Schön, dass du da bist. Es geht um Inkarnationen und insbesondere um die Halle der Inkarnationen. Deswegen habe ich dieses Hintergrundbild ausgesucht. Das kommt jetzt, sage ich mal, so ungefähr dem nahe, was ich so immer vor meinem dritten Auge sehe, wenn ich in diese Energie eintauche. Bloß bei mir sind die Säulen golden und glänzen und die sind es ein riesengroßer Raum. Ihr werdet sicher eure eigenen Erfahrungen machen mit dem, was wir heute so besprechen. Ja, und folgendermaßen, ich muss euch gleich mal aus meinem Leben was erzählen. Und zwar hatte ich ja auch mal einen weltlichen Beruf und dort sollte damals eine Frau eingestellt werden. Und hatte aber zur gleichen Zeit neben dem weltlichen Beruf schon angefangen mit meiner spirituellen Ausrichtung und hatte da eine Webseite. Und auf meiner Webseite stand jetzt also auch was von Inkarnationen, von Reinkarnationen, von diesem ganzen Thema. Und diese Frau wurde eingestellt und alles war klar. Dann rief sie mich am nächsten Tag an und hat gesagt, sie kann nicht kommen, das geht auf keinen Fall. Sie hat auf die Webseite geguckt und da steht was von Inkarnationen. Und daran würde sie überhaupt nicht glauben und das wäre für sie das Schlimmste, wenn sie jetzt also da für mich arbeiten würde. Also das jetzt nur mal so zum Verstehen, zum Verständnis für euch. Es ist ja unter vielen Menschen oder bei vielen Menschen überhaupt nicht normal, zu glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und für diese Frau war das sehr, sehr tragisch. Das war total schlimm. Und das hat sie mir auch deutlich gezeigt. Und ich hatte damals gedacht, oh Gott, wow, dass es sowas gibt. Also ich war jetzt gerade das krasse Gegenteil. Habe also für mich schon immer gewusst, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe da niemals dran gezweifelt. Und dann wurde mir das so, ja, so gegenüber gezeigt, dass also doch viele Menschen da überhaupt nicht dran glauben. Ja, also, das kann ja jeder so für sich machen, wie er möchte und wie es sich gut für ihn anfühlt. Na, ist ganz klar. Und jetzt die Hallen der Reinkarnation, die sind ja die Hallen, wo die Seelen jedes Mal gefragt werden, möchtest du wieder auf der Erde inkarnieren? Und das Witzige ist, dass wir jedes Mal Ja sagen. Wir sagen jedes Mal Ja und sind immer wieder hier. Weil eben die Erde ja so ein riesengroßer Schulungsplanet ist, weil wir hier uns oder unsere Seelen sich hier selbst erfahren können und ganz viel lernen können, aber auch, weil wir hier selbst ins Erwachen kommen können und dann dadurch die Erde mit uns erwacht. Dieser Impuls, ins Erwachen zu gehen, der kommt eigentlich von der Erde. Die Erde ist ja ein lebendiges Wesen. Also es ist eine sehr dichte Materie und man denkt es jetzt wirklich nicht. Vielleicht denken jetzt wieder einige, oh, die Nirjana ist heute sehr abgefahren. Aber die Erde ist tatsächlich ein lebendes Wesen und hat auch einen Organismus, wo man verschiedene Landteile, verschiedenen Chakren zuordnen kann. Zum Beispiel ist das Europa, das Herz von unserer Erde. Und da also die Erde jetzt so ein lebendiges Wesen ist, hat sie auch den Wunsch zu erwachen und aufzusteigen, wollte ich sagen. Und in dem Moment, wo dieser Wunsch in der Erde entstanden ist, haben wir Menschen das auch gehabt, diesen Wunsch. Und das ist, weil wir eben sehr eng auch mit der Erde verbunden sind und so eine tiefe Beziehung haben. Dadurch haben wir auch den Wunsch, uns weiterzuentwickeln, unser Bewusstsein zu erhöhen und praktisch ja zu erwachen. So hängt es also für mein Verständnis zusammen. Und in dem Moment, wenn also jetzt die Seele
die Erde verlässt oder wieder auf die Erde kommt, da spielen jetzt die Hallen der Reinkarnation eine sehr große Rolle. In diesen Hallen war schon ein jeder von euch und auch schon sehr oft. Also da ist man nicht nur einmal, sondern da ist man praktisch immer wieder. Und vor allen Dingen, was ganz ein immenses Erlebnis ist, ist der erste Moment, wenn man sofort, nachdem die Seele entstanden ist, ne, sie wird ja erschaffen aus den Energien des Universums. Und wenn dann die Seele in der Matrix, wenn das alles fertig ist und der Erwachenstropfen von Gott, der große Tropfen der Liebe, die Seele bekommt, dann ist, erwacht die Seele zum Leben. Und dann kommt sie sofort in diese Hallen der Inkarnation, der Reinkarnation, und dann wird sie dort gefragt, liebe Seele, möchtest du auf der Erde inkarnieren? Und dann haben wir bisher alle Ja gesagt. Und danach ging es dann ab auf die Erde. Und ich möchte heute gerne mit euch mal eine Reise in die Hallen der Reinkarnation machen, damit ihr einen gewissen Eindruck bekommt oder auch einfach nur das Gefühl bekommt über diese unendliche Größe, über diese unendliche Liebe und dieses große Licht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt gar nicht so richtig die Worte dafür. Einfach ja die Verbindung von der eigenen Seele zu spüren zu dem großen Licht Gottes. Weil das ist ja in Gottes Plan so vorgesehen. Und jede Seele ist also immer wieder in diesen Hallen, kommt immer wieder da rein. Und wir kennen uns ja auch. Nicht alle, aber wirklich sehr, sehr viele kennen sich aus diesen Hallen auch. Wir sind da nicht alleine drin. Also so ist mein Bild, so sehe ich das vor meinem inneren Auge, dass also da mehrere Lichter oder Wesen dort sind und dann wird es gefragt und dann eben in dem Moment, wo du Ja sagst, bekommst du ja den Schleier des Vergessens. Ja, und dann weißt du das nicht mehr, dann ist das vollkommen weg. Aber wenn du vielleicht in dem Moment, wo das gesagt wird, den Kopf abwendest oder woanders hinschaust oder dich nicht so sehr bei der Sache bist oder dir einfach da so ein Schlupfloch schaffst, dann kannst du dich daran erinnern. Dann ist es also plötzlich weißt du, dass es das gibt und hat das Leben dann nochmal einen ganz anderen Sinn für dich. Ich kenne jemand, habe ich das gerade mal von jemand erzählen, der mir erzählt hat, wie er das erlebt hat, weil er war auch in den Hallen der Reinkarnation und als dann der Engel des Vergessens kam und er gefragt wurde, möchtest du auf die Erde inkarnieren, hat er ja gesagt, aber den Kopf weggedreht. Also der Engel des Vergessens, der hat, man sieht auch bei ihm hier so den Händeabdruck, den Fingerabdruck, weil man soll also den Kopf da nicht abwenden, damit der Schleier des Vergessens richtig übereinkommt und man dann auf der Erde seine intensiven Erfahrungen machen kann. Und bei ihm, also sieht man tatsächlich die Abdrücke noch und er hat da so eine ganz krasse Erinnerung an dieses Erlebnis. Und das hat mich eigentlich auch dazu gebracht, mit euch darüber zu sprechen, denn ich denke, man sollte das wissen. Und wir sind ja auch immer sehr neugierig, wer wir sind, was wir sind und was überhaupt so im Universum passiert und wo wir da stehen. Das gehört also alles auch dazu, auf dem Weg des Erwachens zu sein, dass man ganz viele Eindrücke sammelt und sich dann da informieren kann über jetzt meine Geschichte. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, ob wir nochmal inkarnieren, das kommt drauf an, auf so viele Dinge, die noch geschehen.
Falls der Aufstieg wirklich jetzt in unserer Inkarnation kommt, bräuchten wir nicht mehr zu inkarnieren, würden wir unseren Körper behalten. Aber für diejenigen, die eben doch vorher gehen, da gibt es einige davon, da wäre es eine Hilfe, das zu wissen. Und ich glaube und ich bin sicher, wenn man sich das ganz intensiv vornimmt, dann könnte man auch den Kopf wegdrehen. Und dann könnte man auch, wenn man dann auf der Erde ist, ist der Schleier ja dünner oder kaum da. Also er ist nicht so massiv da wie bei denjenigen, die eben ganz lieb und nett sich das über sich ergehen ließen. Und dann hat man die Möglichkeit, sich da noch intensiver weiterzuentwickeln. Ich finde es so ein spannendes Thema, denn es betrifft ja unser Menschsein und es gehört auch so in die Geheimnisse der Menschheit, einfach um in unsere Entstehungsgeschichte und ein bisschen bei Gott in den Plan zu schauen, ist ja auch ganz aufregend, finde ich. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das empfindet. Und ich werde dann jetzt auch gleich eine Meditation machen. Ich werde euch in die Räume der Reinkarnation einfach mal hinführen und euch dann auch ein bisschen Zeit lassen, die Energien, die dort sind, zu empfangen und dann wahrzunehmen, was mit euch geschieht, ob ihr vielleicht dann über die Seele Impulse bekommt oder ob sich auch Erinnerungen einstellen. Das ist ja alles möglich. Und ja, also es ist ganz aufregend und schön, dass du da bist, dass du mir deine Zeit schenkst und ich dich jetzt einladen darf, zusammen mit mir in die Hallen der Reinkarnation einzutauchen. So spannend. Und ich nehme jetzt mal, was nehme ich denn? Ich nehme Smarana, die Erinnerung an Gott, weil das ist ja ganz wichtig, Erinnerung wecken. Oh ja, super. Und dann nehme ich noch das Wassermann-Zeitalter, weil wir jetzt da drin leben. Und die 909. So. Wow. Die Energie ist schon sehr stark spürbar und ich richte mich jetzt aus, stimme mich ein auf die Energien, auf die hohen Energien der geistigen Welt, konzentriere mich auf die Liebe des Universums. Und ich bitte um den Schutz, des Lichtes, so dass wir die Botschaften und Energien in der allerhöchsten Reinheit und Göttlichkeit heute empfangen dürfen. Wir grüßen dich. Wir grüßen dich, allerliebster Mensch, allerliebste Seele, allerhöchstes Licht der Liebe, denn du bist es, der die Liebe trägt. Es sprechen die neun Lords des weißen Lichtes zu dir. Wir tragen das Licht des Universums und wir tragen das Licht deiner Welt. Wir sind zuständig für die Energien und die göttliche Ordnung. Und so sind wir heute gerufen worden, um für dich Seelenerinnerungen zu wecken. Denn wir wissen, dass du dich auf deinem Weg in das Erwachen befindest. Und wir wissen auch darum, dass deine Erde sich ebenfalls auf diesem Weg befindet. Und so überreichen wir dir
unser Licht und unsere Liebe. Wenn du einverstanden bist, auf diese Reise mit uns zu gehen, dann gebe uns ein inneres Ja. Wir fühlen an der Schwingung deiner Seele, wenn du dieses Ja aussprichst, dass du bereit bist. Und nun tragen wir dich über die Linien der Zeit, so wie es gut und richtig für dich ist, hinauf in das Universum, durch Zeit und Raum, dorthin, wo sich die geschützten Hallen der Reinkarnation befinden. Wir haben für dich heute die Tore geöffnet, denn es ist sonst niemand gestattet, währenddessen er lebt auf der Erde, währenddessen er oder sie inkarniert sind, dort an diesen Platz zu gelangen. Und so ist dies ein besonderes Geschenk der geistigen Welt. Und wir haben die Erlaubnis dafür bekommen. Also nimm jetzt diese Energie wahr, denn sie strömt auf dich zu. Mit einem tiefen Atemzug tauchst du ein in die Hallen der Reinkarnation. Lass es einfach geschehen, denn deine Seele weiß, wie es gut für dich ist. Und dann lasse dich an die Stelle führen, an der du schon so oft standest. Genau an die Stelle führen, wo du gefragt wurdest, ob du wieder reinkarnieren möchtest. Lasse dich zu dieser Stelle bringen. Deine Seele kennt diesen Platz sehr genau. Und nun empfange die Bilder, die Gefühle, die Töne, die Liebe, empfange die Erinnerungen an die vielen Male, wo du hier standest und wo man dich fragte, ob du wieder auf die Erde möchtest. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du deine Erfahrungen jetzt machen kannst und vielleicht sich deine Erinnerungen zeigen. Die Töne der Musik begleiten dich liebevoll in die Sphären deiner Erinnerungen an diesen hochheiligen Moment.
Vielleicht erkennst du die wundervollen Bilder der heiligen Zeremonie, des heiligen Rituals. Deine dich begleitenden Engel sind bei dir, ebenso deine Seelenengel. Sie haben dies jedes Mal mit dir vollzogen, dieses Ritual. Und spüre die Unendlichkeit von Gottes Liebe, welche dich hier umgibt, welche dein Herz öffnet und dich trägt. Vielleicht kannst du an dir selbst hinunterschauen und erkennen, welches Gewand du trägst. Und sobald du das Gefühl hast zu schweben, sobald sich deine Seele erhebt, dann weißt du Bescheid, dass jetzt in diesem Moment die Reise zur Erde beginnt oder damals begann. So wurden dir wundervolle Bilder übertragen, deine Erinnerungen geöffnet. Und möglicherweise hast du den einen oder anderen Menschen an deiner Seite entdeckt, welcher mit dir zum gleichen Moment in dieser Halle war. Und möglicherweise konntest du noch viel mehr Informationen über dich selbst erkennen, Dinge, die wichtig sind für deine Weiterentwicklung, für dein Erwachen hier auf der Erde. Und so lasse dich nun von uns, den neuen Lords des Lichtes, wieder zurückbegleiten. Wir verlassen die großen goldenen Hallen und tragen dich über Zeit und Raum zurück in das Hier und Jetzt. Fühle, wie deine Seele jubiliert, wie sie singt und schwingt. Es war ein wundervolles Erlebnis. So verbeugen wir uns vor dir in der tiefsten Liebe des Universums, in der Vollendung der göttlichen Schöpferkraft, des einen Gottes, der immer bei uns ist, und verabschieden uns von dir voller Freude und voller Liebe. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich danke der geistigen Welt für diese wundervolle Energie und die große Liebe, welche ich spüren durfte. Und so komme auch ich langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Jetzt bin ich ja total gespannt, was ihr sagt.
wie es euch geht, wie es euch ging. Diese Erfahrung in diesen wundervollen, großen, goldenen Hallen ist so wichtig für unsere Seele, ist so wichtig für die Weiterentwicklung. Einfach um auch zu verstehen, dass wir nicht nur Menschen sind, die jetzt hier ein bisschen im Chaos kämpfen, sondern dass wir eine viel größere Aufgabe haben und dass alles, was geschieht, dass wir dies akzeptieren können, denn wir wissen, es gibt etwas viel Größeres, es gibt die Gottesliebe und diese fließt in uns. Schön, dass du heute hier warst und ich dich ein bisschen begleiten durfte. Ja, ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen dieses Video sehen werden und ihre Erfahrungen damit machen können. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr unten in den Chat reinschreibt. Ja, ich darf euch nochmal ganz liebevoll umarmen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.